Leute, langsam aber sicher wird es wärmer draußen und wir können unsere Winterjacken so, ja, langsam aber sicher wieder zurück in den Keller verstauen oder wo auch immer hin und wir brauchen langsam Frühlingsjacken. Leute, im deutschen Frühling, ja, da kann man sich nicht drauf verlassen, dass das Wetter immer gut bleibt, sondern da muss man einfach immer eine Jacke parat haben. Bestenfalls hat man da ein paar verschiedene Jacken zur Auswahl. Ich zeige euch heute einfach mal meine Auswahl, wenn es um das Thema Frühlingsjacken geht. Starten wir mit der Jacke, die ich hier gerade anhab, und zwar mit Bomberjacken. Bomberjacken gibt es wirklich in verschiedensten Materialien. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine an aus Leine. Es gibt aber auch Bomberjacken in Plastik. Es gibt Bomberjacken in Leder. Es gibt Bomberjacken zum Beispiel in Velour. Es gibt wirklich verschiedenste Arten von Bomberjacken. Und das Schöne daran ist, dass eine Bomberjacke nicht nur kurz geschnitten und sportlich ist, sondern das Schöne ist daran natürlich, dass man halt auch eine Bomberjacke tragen kann. Eine, die zum Beispiel etwas wärmer hält, eine, die zum Beispiel nicht so warm hält. Diese hier zum Beispiel ist für einen relativ warm Frühlingsabend. Ich habe aber auch zum Beispiel eine Lederbomberjacke, die hält zum Beispiel ein bisschen mehr warm als diese jetzt hier. Wenn ihr eine Bomberjacke auswählt, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr hochwertige Details habt an der Bomberjacke, dass zum Beispiel die Bomberjacke hochwertige Verschlüsse hat oder die Bomberjacke auch hochwertige Enden hat, zum Beispiel hier die Ärmelenden oder auch die Kragenenden. Die sollten einfach hochwertig verarbeitet sein, denn das unterscheidet nachher eine wertige Bomberjacke von einer günstigen Bomberjacke. Machen wir weiter mit dem Trenchcoat. Der Trenchcoat kommt, by the way, übrigens aus dem Militär, wer es nicht weiß. Und der Trenchcoat ist auch einfach so eine perfekte Übergangslösung. Den Trenchcoat kannst du zum Beispiel eher eleganter tragen. Den kannst du aber auch sportlich und lässig tragen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine kürzere Variante gewählt, die einfach ein bisschen sportlicher wirkt. Und gerade wenn du zum Beispiel von der Größe her nicht ganz so groß bist, ist es natürlich besser, einen Trenchcoat zu wählen, der einfach etwas kürzer geschnitten ist. Es gibt natürlich auch Trenchcoats, die wesentlich länger geschnitten sind. Aber da solltest du einfach darauf achten, wie es von deiner Körpergröße bzw. von deinen Proportionen ja, passt. Trenchcoats gibt es in diversen Farben, aber ich würde bei Trenchcoats einfach auf klassische Farben zurückgreifen, denn ein Trenchcoat ist einfach auch eher ein klassisches Kleidungsstück, was man natürlich in verschiedenen Varianten kombinieren kann, aber denk mal klassische Farben, da bist du auf jeden Fall gut bedient. Falls du grundsätzlich übrigens noch weitere Informationen haben möchtest zum Thema Outfits und Styling, dann check einfach mal den Man Style Guide aus. Der Man Style Guide ist ein E-Book, kannst du dir ganz easy aufs Handy runterladen und mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Machen wir weiter mit dem klassischen Parka. Den Parka gibt es natürlich auch als Winterjacke. Ich habe jetzt hier einfach einen leichten Parka ausgewählt und zwar in dem klassischen grünen Parka-Grün, nenne ich es einfach mal. Dieser Parka ist vor allen Dingen relativ praktisch, gerade dann, wenn du zum Beispiel in der Freizeit unterwegs bist, vielleicht schon Daddy bist oder vielleicht Hundepapa bist, der viele Dinge irgendwie verstauen muss. Denn Parka haben meistens immer relativ viele Taschen und relativ viele Staumöglichkeiten. Parka sind grundsätzlich halt Jacken, die sehr cool wirken und auch sehr sportlich in der Freizeit getragen werden können. Und wenn du einen Parka mit einem Sneaker zum Beispiel trägst, rundest du auch diesen sportlichen Look einfach perfekt ab. Machen wir weiter mit einer Athleisure-Variante und zwar eine sportliche, gleichzeitig aber auch eine stylische Variante, so eine Aktivmöglichkeit an Jacke und zwar eine Jacke von Calvin Klein. Die Jacke ist eine gesteppte Nylonjacke, gerade in der Mitte oder im Körper, im Rumpfbereich, hält sie einfach ein bisschen wärmer und an den Ärmeln ist sie einfach so ein bisschen leichter, fühlt sich eigentlich an wie so eine Weste, ja, aber irgendwie mit Ärmeln. Ist eine super Funktionsjacke, gerade wenn du zum Beispiel irgendwie eine Jacke schnell überziehen möchtest beim Grillen oder sonst was mal schnell draußen machen möchtest, ist einfach eine perfekte Jacke, die sportlich ist, die gleichzeitig warm hält und perfekt für den Frühling ist. Und man kennt diese gesteppten Jacken ja eher so ein bisschen von Opas oder von, ja, so möchte gern Spielerberatern, aber das ist wirklich eine coole Variante, wie ich finde, die als Athleisure-Möglichkeit für den Frühling perfekt ist und gleichzeitig auch noch Stylung.
Machen wir weiter mit der letzten Variante, die für mich auch ein bisschen neu war, die ich so noch nicht in meinem Kleiderschrank hatte, und zwar eine Variante aus Hemd und Jacke. Wir sprechen somit jetzt über eine Hemdjacke. Heißt, wir haben hier ein Hemd, was einfach ein bisschen dicker ist und was in der Mitte einen Reißverschluss hat und als Jacke getragen wird. Und diese Hemdjacke finde ich auch wirklich richtig cool, weil sie A, so einen military-kommunistischen Look hat, aber gleichzeitig auch schön warm hält und einfach dementsprechend auch perfekt für den Frühling ist, weil es einfach ja, warm hält, gleichzeitig ein bisschen Leichtigkeiten mitgibt und einfach auch wirklich stylo ist. Was ich an dieser Variante, an dieser Hemdjacke auch sehr cool finde, ist, dass es einfach so ein sportlicher Allrounder ist. Heißt, du kannst den perfekt mit einem T-Shirt tragen, aber auch cool und etwas eleganter mit einem Rollkragen unten drunter. Also diese Hemdjacke funktioniert wirklich richtig gut zu vielen verschiedenen Outfits und mit den aufgesetzten Brusttaschen hat man da auch Möglichkeiten, einige Sachen zu verstauen. Also wirklich ein sportlicher Allrounder, der im Frühling sehr, sehr gut funktioniert. So Leute, das waren einfach mal ein paar Beispiele bzw. ein paar Möglichkeiten an Frühlingsjacken, die man sehr gut im Frühling tragen kann. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, welche Jacke euch persönlich am besten gefallen hat und welche Jacke ihr so im Frühling am liebsten tragt. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und einen wundervollen Frühling. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.